Und heute in der Sendung: Frauenrechtsaktivistin Mode vom Feministischen Rat Hannover über ihr Engagement gegen die Ungleichbehandlung von weiblichen und männlichen Körpern. Und damit herzlich willkommen zu diesem 0511 Spezial. Weiblich gelesene Personen stehen auch im Jahr 2022 noch nicht auf gleicher Stufe mit dem männlichen Geschlecht. Nicht nur was zum Beispiel die Einkommensfrage betrifft, sondern auch was die Ungleichbehandlung der Körper angeht. So dürfen Männer auch im öffentlichen Raum ihren Oberkörper frei zeigen. Frauen hingegen sollen ihre Brust stets bedeckt halten. So wurde im Sommer 2021 beispielsweise eine Frau auf dem Berliner Wasserspielplatz Plansche polizeilich entfernt, da sie sich ohne Oberteil sonnte. Der Feministische Rat Hannover setzt sich gegen solche Ungleichbehandlungen ein. Und über diesen Kampf spreche ich heute mit Mode vom Feministischen Rat. Schön, dass Sie da sind. Hi. Der Kampf gegen die Ungleichbehandlung der Körper hat in Hannover im August mit der Oben ohne Fahrrad-Demo begonnen, bei der Sie Teil des Planungsteams waren. Wie haben Sie die Demo selbst wahrgenommen? Wie würden Sie die Stimmung dort beschreiben? Also ich würde sagen, die Stimmung war sehr kraftvoll und viele Demo-TeilnehmerInnen waren sehr motiviert, auch sich gegen diese Ungleichberechtigung einzusetzen und sich das Recht zu nehmen, ihren Oberkörper frei zu zeigen, auch ihre Brüste also frei zu zeigen. Und es war eine sehr freie Stimmung, würde ich sagen. Also viele Menschen waren noch sehr offen, hatten Lust, sich gegenseitig zu bemalen, diesen Tag miteinander zu verbringen und diese Freiheit miteinander zu teilen. Und genau, viele Menschen haben sich, glaube ich, das erste Mal in ihrem Leben diese Freiheit auch genommen, so durch die Innenstadt zu fahren. Was würdest du denn sagen, warum es überhaupt so wichtig ist, für dieses Thema zu demonstrieren? Ich würde sagen, weil es sehr viel darum geht, wie wir selber unseren Körper erleben, wie viel Gewalt wir auch erfahren im Alltag. Ich glaube, es gibt viele Menschen, die tagtäglich die Situation erleben, dass sie gecatcallt werden, begrapscht werden, wie wir in Clubs gehen, wie frei wir unser Leben gestalten können und wie frei wir auch in unseren Entscheidungen sind, tagtäglich auf die Straße zu gehen, aber auch, welche Rechte wir vor dem Gesetz haben, weil es ist immer noch nicht so, dass wir die gleichen Rechte haben, sondern dass männlich gelesene Personen vor dem Gesetz das Recht haben, so auf die Straße zu gehen, wie sie möchten und ihren Oberkörper zu zeigen, und weiblich gelesene Menschen immer noch damit rechnen müssen, dass sie damit eine Ordnungswidrigkeit begehen und damit ein Gerichtsurteil bekommen. Ungefähr 100 bis 150 Teilnehmende sind da vor Ort mit Ihnen mitgeradelt. Wie haben sich diese denn obenrum gezeigt? Haben die auch alle ihre Brust öffentlich gezeigt? Es gab sehr unterschiedliche Teilnehmungsformen. Es gab Menschen, die haben ihre Brüste bemalt. Es gab Menschen, die haben ihre Brüste beklebt. Menschen haben ihre Brüste komplett frei gezeigt. Aber es gab auch Menschen, die zum Beispiel Oberteile oder BHs getragen haben oder ihre Brustwarzen bedeckt haben oder einfach im T-Shirt und in Alltagsklamotten gekommen sind. Und ich glaube, da muss man auch allen Menschen den Zuspruch geben, dass sie so auf die Straße gehen sollten, wie sie sich wohlfühlen, weil es auch immer noch ein großes Privileg ist, sich diese freie Entscheidung rausnehmen zu können, auf die Straße zu gehen und zu sagen, selbst in so einem Rahmen zeige ich meine Brüste. Und ich glaube, dazu müssen wir alle einen großen Weg machen, um zu dieser Entscheidung freikommen zu können. Sie haben das gerade eben schon kurz angedeutet. Der weibliche Körper wird von der Gesellschaft ja nach wie vor stark sexualisiert, gerade eben von Männern. Gab es da vor Ort keine Probleme mit Gaffern, beziehungsweise wie sind Sie damit umgegangen? Es gab, glaube ich, gerade zu Beginn sehr viele Menschen, die gegafft haben. Wir hatten auch großteilig das Gefühl, dass es ein organisiertes Treffen dort gab, also nicht untereinander abgesprochen, aber dass vielleicht auch viele Menschen durch mediale Aufmerksamkeit von der Demo mitbekommen haben und sich zusammen dahingestellt haben, einfach nur, um sich die Menschen vor Ort dort anzugucken und auch lange stehen geblieben sind. Wir hatten einen Vorfall, wo ein Mensch mit seinem Handy in die Vorbereitung der Menschen reingegangen ist und mit dem
Handy mit der Handykamera auf die Gesichter und auf die Brüste gehalten hat. Und mit dem Vorwand, er hätte es mit dem Demo-Team abgesprochen, was auf jeden Fall nicht der Fall war. Und dann haben Menschen versucht, den Menschen rauszuschicken. Und der Mensch hat sich kaum abdrängen lassen und wollte die Bilder auch auf jeden Fall nicht löschen. Und es war, glaube ich, eine sehr unangenehme Situation für viele Menschen, gerade wenn sie sich das erste Mal so auf die Straße trauen, dann so eine gewaltvolle Situation zu erfahren und nicht über die Bildmaterialien verfügen zu können, beziehungsweise nicht zu wissen, wie geht der Mensch mit diesen Bildern um. Und auch während der Demo gab es genug Menschen, die mit Handys auf die DemoteilnehmerInnen gehalten haben oder einfach geschaut haben. Ich glaube, das ist beides nicht kein respektvoller Umgang mit Menschen und absolut übergriffig. Ich glaube, das, was sehr schön war, als Gruppe gemeinsam sich zu bestärken, den Menschen darauf hinzuweisen, dass wir das nicht wollen, dass genau das, würde ich sagen, das Problem ist, dass es für Menschen halt etwas sehr Besonderes ist, wenn der weibliche Oberkörper oder der weiblich gelesene Oberkörper so entblößt wird und dann mit ihrem Handy der Meinung sind, sie dürften es aufnehmen und sie haben das Recht dazu. Bleiben wir mal bei dieser Sexualisierung des weiblichen Körpers. Diese Sexualisierung scheint ja mit das größte Problem zu sein, warum weiblich gelesene Personen ihre Brust eben nicht frei zeigen dürfen. Nach dem Gesetz ist es ja prinzipiell erstmal erlaubt, aber eben nur so lange, bis sich niemand dadurch belästigt fühlt. Wie kann diese Sexualisierung denn aus Ihrer Sicht vielleicht sogar beendet werden? Ich glaube, da müssen wir sehr stark an den Grundprinzipien unserer Gesellschaft arbeiten, gerade was Bildung angeht. Ich glaube, es ist sehr wichtig, gerade schon im Kindesalter, sowas wie Kinderserien, werden weibliche Körper sexualisiert. Es gibt Beispiele, wo zum Beispiel Biene Maja, die als weiblich gelesener oder Charakter in dieser Sendung dargestellt wird, dass sie sich in den 30 Jahren von einem Tier, würde ich behaupten, zu einem vermenschlichten Lebewesen mit einer Wespentaille und einer brustähnlichen Oberkörperart verändert hat. Und wenn wir damit schon anfangen, dass Kinderserien sexualisiert werden und dort schon der weibliche Körper so dargestellt wird, dass wir in unterschiedliche binäre Systeme eingeteilt werden, denke ich, müssen wir gerade da anfangen, schon im Kindesalter Aufklärung zu betreiben und halt eine andere Sichtbarkeit von anderen Menschen zu schaffen, aber auch Diversität beizubringen, dass zum Beispiel auf Social Media, in Fernsehen, in der Öffentlichkeit nicht nur Menschen, die halt als normschön gelesen werden, gezeigt werden, sondern es eine große Diversität auch an Brüsten gibt. Es gibt große Brüste, kleine Brüste, Menschen, die haben keine Brüste. Es gibt sehr viele Unterschiede, was das angeht. Und ich denke, mit einer größeren Sichtbarkeit, mit mehr Aufklärung, aber auch mit mehr Konsens darüber, könnte man etwas daran ändern. Es gibt bereits positive Beispiele, die zeigen, dass es in Zukunft vielleicht möglich sein könnte, dass Frauen die gleichen Rechte eingeräumt bekommen wie Männer. Zum Beispiel das Freibad in Göttingen, das Frauen jetzt eben am Wochenende erlaubt, dort oberkörperfrei zu schwimmen. Was halten Sie von solchen Ideen? Denken Sie, das kann helfen? Also ich glaube, bei dem Beispiel in Göttingen muss man leider sagen, dass dort Gleichberechtigung nur am Wochenende möglich ist. Aufgrund dessen, dass sich das Freibad, glaube ich, Sorgen darüber macht, wie Kinder unter der Woche auf weiblich gelesene Oberkörper reagieren, was aus meiner Ansicht nach sehr fragwürdig ist. Gleichzeitig muss man sagen, dass es ja nicht nur die Problematik durch das Gesetz gibt, sondern halt auch eine gesellschaftliche Abstraktion von dem weiblichen Oberkörper und dass auch quasi Menschen übergriffig werden, sobald sie das sehen. Und halt glaube ich deswegen, dass es keine Aufhebung von dem Problem ist. Natürlich ist es dadurch schon mal freier, es machen zu können. Ich glaube, es muss trotzdem einen Konsens darüber geben, um eine Änderung herbeizuwirken. Und Menschen müssen aufgeklärt werden, damit sich nicht die Menschen, die sich dann trauen, ihren Oberkörper zu zeigen, solche Reaktionen auch noch aussetzen müssen, sondern dass dem vorgebeugt wird und man vielleicht, sobald man diese Sachen aufhebt, auch darüber redet und einen Konsens darüber führt.
Ich möchte das Ganze noch einmal aus einer anderen Perspektive betrachten. Sie haben gerade selbst schon einmal kurz Social Media angesprochen. Das Land der unbegrenzten Möglichkeiten ist ja heutzutage eben einfach das Internet. Viele Proteste finden online statt, beziehungsweise beginnen auf Social Media Plattformen. Was Gleichberechtigung angeht, stehen weiblich gelesene Personen aber auch dort hinten an. So dürfen ja zum Beispiel weibliche Nippel auch nur in sehr wenigen Kontexten gezeigt werden. Glauben Sie persönlich, dass sich dort erst etwas ändern müsste, da das Internet eben so viel Einfluss auf die Gesellschaft nimmt? Ich glaube, es muss sich in beiden Räumen etwas ändern. Also Social Media bedingt die Gesellschaft, aber die Gesellschaft bedingt auch Social Media. Ich glaube, wir können nicht sagen, sobald wir in Social Media diese Gesetze, die halt niedergeschrieben werden, zum Beispiel von Instagram, aufgehoben werden, wird uns in der Gesellschaft dann auch die gleiche Freiheit passieren. Ich glaube, das wird nicht passieren. Ich denke aber, sobald sich auch in Social Media eine andere Wahrnehmung ergibt und andere Menschen die Möglichkeit bekommen, ihre Oberkörper zu zeigen, wird auch in der Gesellschaft etwas passieren. Trotzdem wird sich dadurch die Gesellschaft nicht komplett wandeln, weil ich denke auch nicht, dass alle Menschen Social Media benutzen, beziehungsweise dass wir auch auf Social Media in unseren eigenen Bubbles sind und unterschiedliche Kontexte mitbekommen, je nachdem, wo wir uns dort bewegen. Zum Abschluss möchte ich gerne noch mal auf Ihr allgemeines Engagement eingehen. Was ist denn das konkrete Ziel des Feministischen Rats? Also wo möchten Sie in Zukunft hin? Das Ziel des Femrats kann ich selber nicht genau erklären, weil ich nicht der gesamte Feministische Rat bin und es deswegen, glaube ich, sehr schwierig ist. Ich denke, unser aller Konsens ist aber, patriarchale Systeme aufzuheben und unsere Gesellschaft frei für alle Menschen zu machen und eine größere Sichtbarkeit von patriarchaler Gewalt innerhalb unserer Gesellschaft offenzulegen und dadurch gegen solche Systeme zum Beispiel vorzugehen. Aber auch Menschen Räume zu geben, sich gegenseitig zu bestärken, sich zu unterstützen, auch anderen Menschen als nur dem Cis-Frauenkampf quasi Räume zu geben, sondern halt Räume auch für andere Menschen zu öffnen und so vielleicht eine größere Sichtbarkeit von dieser Diskriminierung in Hannover, aber halt auch in unterschiedlichen Städten zu genau erreichen. Dann hoffe ich sehr, dass genau das in Zukunft auch geschafft wird. Über den Kampf gegen die Ungleichbehandlung der Geschlechter und wie wir diese in Zukunft vielleicht beenden können, habe ich mit Maud vom Feministischen Rat Hannover gesprochen. Vielen Dank, dass Sie da waren. Das war es mit der heutigen Ausgabe von 0511. Morgen sind wir wieder mit einer regulären Ausgabe für Sie da. Machen Sie es gut.